So, ach, das Haus. Ein Träumchen. Eifler 8. Eifler wie Eifel? Ja. Es gibt ja aber auch Menschen, die Eifler mit Nachnamen Ah ja. heißen. Just saying, also nicht, nichts, also kann ja auch sein, dass er aus der Eifel kommt. Ich weiß es nicht. Oh. Übrigens, mir ist eingefallen, wir sind schon ein bisschen blöd. Wir hätten einfach uns die fertigen Sachen vom Trockenschneider nehmen können. Und den Trockenschneider neu bestücken können. Anstatt neue zu bauen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, wobei ich mir da tatsächlich beim letzten Mal gedacht habe, wenn wir Fleisch mitnehmen, dann geht das auf die Kapazität, die wir im Rucksack haben für eventuelles neues Fleisch. Ich glaube nicht. Ich hatte in der Einzelspielerrunde mal meine kompletten Trockenstände abgehangen. Heißt es abgehangen? Abgehängt. Und du kannst erstmal viel, viel Trockenfleisch mitnehmen. Und ich glaube, es hat sich Ja. nicht negativ auf neues Fleisch ausgewirkt. Man könnte vielleicht für die nächste Höhlentour, die wir ja dann vielleicht am nächsten Morgen machen werden, zumindest mal so ein paar Stücke mitnehmen. Weil ich denke mal, dass wir automatisch dann irgendwie auf der Rücktour oder so wieder Also Fleisch wenn ich was mitbringen nicht werden. brauche, dann sind es Nahrungsmittel, die ich mitnehmen muss, weil ich 11 Snacks habe und 10 Sodas und also Ja, aber wenn wir es doch haben. ach so, okay, Entschuldigung. Genau, wenn man umgebracht wäre, dann soll es sich für denjenigen auch lohnen, der uns Es geht ja lootet. ums Prinzip eigentlich. Alter, wir haben 2, 4, 6 Trockenstände. Nee, Quatsch, mehr sogar. 2, 4, 5, doch 6, ja. 6 müssen das sein. Ist ja nicht verkehrt. Ist ja. Oh, Wollen wir der dann Kronleuchter. schlafen und speichern? Gerne. Und der Kronleuchter ist auch schon fast fertig. Schön. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Ich komme. Z, genau. Okay, ja, ich habe mich bewegt, was war wahrscheinlich das Problem? Ja, genau. Man muss ja ganz still stehen, um schlafen zu können. Wobei, wenn ich mir die Größe vom Bett ansehe, ich glaube, da muss man wirklich in sehr beengten Verhältnissen vermutlich ruhen. Ja, Löffelchen zu dritt. Wir sollten mal der Realität halber noch ein paar Betten bauen. Ja, wenn wir hier einen Überfluss leben, würde ich sagen. So, ich mache jetzt draußen noch meinen Wasserschlauch voll und dann können wir von mir aus los. Ich trinke erst noch ein Schlückchen. Dann muss ich natürlich nur gucken, dass ich mit meinen unfassbaren. Ich glaube, die Schildkröten sind leer. Aber was wir unsere Uferschildkröten sagen. Ich bin mal einfach mal so assi, dann ist doch Bären im Fall der Fälle. Ja. Ja, Bären habe ich auch gerade noch voll gemacht. Die hatten doch auch mal Schildkröten stehen, oder? Ja, weiter links. Und Wasserschlauch hatten wir ja. Also wer den gefüllt hat, der kann ja dann auch noch. Ja, meiner ist voll, aber ich wollte ihn eigentlich auch voll belassen, bis ich ihn wirklich brauche. Ja, das sehe ich. Na gut, ich habe ihn mal aus Bequemlichkeit benutzt, aber. Einfach wenn man in dicken Zeiten lebt, weißt Ja, also im Grunde genommen hast du ja recht. So. Was war jetzt der Plan? Wolltest du noch eine Höhle haben jetzt erstmal? Ich wollte euch meine Höhle zeigen, sofern ich sie finde. Ist sie weiter im Inselinneren oder was? Die ist ein bisschen hier an unserem Waldstück Also entlang. nicht so weit. Dürfte nicht so weit sein, sofern ich sie finde. Gut. Ihr wisst ja, ich habe ja Du bist sehr knochig, meine Weib. unfassbare. Ich muss mal eben die Schildkröte hier noch Und mir gefällt das erlösen. Fleisch, das überall an dir wächst. Okay, so. Ah, Daniel tötet gerade Schildkröten, sehr gut. Ja, ich habe eine mal auf dem Weg mitgenommen. Weil ich habe mich ja ein bisschen am Trockenständer bedient, deswegen, um dann wieder nachlegen zu können. Freunde, ihr seht wunderhübsch aus. Also fleischiger Skeletor-Mutant, nice. Warte mal, Peter, du hast sogar. Ist das ein Gesicht? Ne, ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, im ja, rechten Oberschenkel. Du aber auch. Nee, das ist Peter. Wo bist du? Da. Ich finde das lustig, dir. Du hast den quasi zusätzlich Fuß hinten an den Fuß gebunden. Das ist auch hübsch. Wir wissen schon, den Cognito und der hier unterwegs zu sein. Da hängt was. Oh, guck mal. Ist doch schön. Unsere nächtliche Futterfalle. Na gut, dass wir ein Lagerfeuer in der Nähe direkt haben. Ich bring den mal rum, ne? Knochen für den Knochenleuchter. Ja, richtig, da fehlen noch zwei. Bleib stehen. Die Leguane von heute, auch nicht mehr das, was sie mal waren. Möchte ich vielleicht den... Köcher wäre mal, so ein Köcher wäre noch ganz geil, aber da brauchen wir glaube ich zweimal Rehhaut für, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Was ist so ein Köcher? Mehr Pfeile oder was? Viel, viel mehr Pfeile, ja. Da kriegst du richtig was runter. Ich habe jetzt aktuell 29 Pfeile mit mir rum. Ja, die sind in der... Also in der Höhle, wenn du da auf entsprechende Anzahl Mutanten triffst und also das, da vertut man sich, die sind eigentlich relativ schnell weg dann. Du hast ja dann noch die Möglichkeit, so schnell dann Nachschub zu kriegen. Ich vergifte alle meine Pfeile nochmal. So, Knochen, gut. Ja, Knochen habe ich. Gut. So, der Regenschirmmann, der steht hier. Gruppe. So, ich meine einfach hier geradeaus stur am Wald vorbei. Dann auf so eine Anhöhe müsste die Höhle sein. Vielleicht sollte man bei jedem... Ey! bei jedem getöteten Geschöpf einfach ein kleines Dankesgebet gen Himmel schicken. Da gibt's ja viele Hasen, ey. Was ist denn los? Ja, waren wir doch letztes Mal auch auf dieser Uferseite. Müssen die Population müssen wir reduzieren. Das ist wie die Katzen auf Mallorca, ich sag's dir. Jetzt müsst ihr mal bitte auch ein bisschen die Augen mit offen halten, weil ich bin mir nicht sicher, ob das hier oben auf dem Berg war oder hier. Ich glaube, ich sehe sie schon geradeaus. Oder links, was ist das da? Ah ne, tatsächlich nur Bewuchs. Leider sah nicht von weitem so aus. Müssen wir vielleicht nochmal eine Etage höher, dann scheint es dann doch eher auf dem Hügel zu sein. Da joggt ein Mutant am Strand. Was ist hier? Echt? Nee, Fels. Nee, kein Mutant, Entschuldigung, ein ganz weit weg. Knut, das hört aber sich nicht da ganz weit weg an. Nee, schräg hinter uns. Ja. Der ist allein. Aber der läuft keck auf uns zu. Warum wir zwei. Von mir nicht? Oh, mehrere. Vier. Und ein Feuer, Werfer. Okay.
okay. Du hast ihm die Wahl abgenommen, ja? Vorsicht, Flammen kommen. Bleib hier. Oh. Vorsicht, komm, bitte auch wirklich dazu. Vorsicht, Flammtyp. Stabiler, hä? Ja, ich glaube, wir müssen. Was macht denn Schildkröte hier? Okay, ich mache mal ein temporäres Feuer. Ja. Wäre, glaube ich, angebracht. Hm. Das alte Problem am Anfang einer Session. So. Ich habe einen. Einen Punkt verloren. Hier vorne ist noch einer, glaube ich. Ich gehe mal eben kurz hier checken, ob ich die Hülle irgendwie sehe. Ja, Bescheid sagen, wenn es Knochen gibt. Das klingt echt fies. Warte jetzt einfach, bis sie rauskommt. Ey, wie viele Leguan es hier gibt. Krass. So, jetzt ist sie tot. Und sie kullert direkt ins Feuer. Ergibt sich ihrem Schicksal. Und der eine lag nicht richtig drin. Ich schmeiß sie nochmal drauf. So. Benden nicht vergessen, ne? Schon allen ja, das ist schon... Ich brauche noch zwei Knochen, mir fehlt auch noch ein Rüstungsteil. So. Ja, müssen wir mal gemeinsam suchen. Ich habe ersten Blick habe ich hier nichts finden können, aber das muss hier in dem Areal sein. Ja, ja. Ja, drei ist zu wenig. Was brauchst du noch? Ich habe noch. Ja, wir haben ja auch noch liegen. Ja, passt genau. Wieder komplettiert, sonst habe ich noch. Ja, ich bin komplett. Daniel? Jetzt sofort, ja. Alles gut. Und das können wir einstecken für Kronleuchter. Mhm. Und später rüste ich dann nur auf Knochenpfeile. Weil ich einfach glaube, dass sie stärker sind. Das ist hier oben. Das ist wieder, hinter uns ist wieder einer hinter so einem Felsen. Ah, es kommen wieder mehrere von der Strandseite aus. Scheint irgendwas hier aufgescheucht zu haben. Ne, das war nicht im Wald, das war irgendwo hier auf so einer Anhöhe. Oh, Bären, sehr gut. Die werde ich mir mal kurz eben. Sorry. Oder auch nicht. Da war der Speer irgendwie schneller. Ja, der ist flink, das stimmt. Wieso tötest du die ganzen Sachen weg? Ah, ich weiß, warum wir viel unterwegs sind. Hier ist ein Dorf. Das lässt definitiv auf eine Höhle vermuten.
Die in den Dörfern immer, oder was? Meistens, ja. Meistens sind die in der Nähe, ja. Auf jeden Fall Kettensägensprit. Den ich voll hab. Na, wo ist er denn, die Höhle? Hier sind Seile. Oh, das ist gut. Ja, bei mir ist auch Sprit voll. Schäbiger Tennisball, den kein Mensch braucht. Könnte hier unten an der Felswand vielleicht eine Höhle sein? Naja, wir haben ja Zeit. Guck mal immer am anderen Ende des Dorfes. Da an dem Leguan vorbei. Ist der Leguan weg? Wir brauchen keinen Leguan mehr. Meinst du den da? Ja, nee, ist egal. Ich habe ja Echsen auch schon. Ist das der da, der da am Eingang steht? So, hier geht's auf jeden Fall ein bisschen runter. Also ich bin mal ein Stückchen hinter euch, ne? Also ein ganzes Stück hinter euch. Mal gucken, ob ich hier am Anfang des Dorfes, ob wir da den Eingang übersehen haben. Bin eine halbe Etage unter euch und gehe mal die Felsküste entlang. Hier auf jeden Fall ein kleiner See. Mit einem Lager. Mit ganz vielen Koffern habe ich hier. Boah, das klingt verlockend. Verdammt. Ich komme zu euch. Bist du unten oder oben? Nee, ich bin über dir. Ey, der ist aber ganz ein Stück weiter gelaufen, ey, krass. Okay. Denk dann erst nur trinken, ne? Unten an der Felswand war jetzt nichts, aber. Nichts, was ich gesehen habe, ne? Hier steht so ein Lebensbaum, haben die was zu sagen? Die werden, also ich glaube, die sind Fan von den Ureinwohnern als heilig betrachtet. Aber ob die jetzt, was die jetzt für einen Zweck haben, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Auch sein, dass hier im See ein Eingang ist, aber das war auf jeden Fall, das war so ein normal zugänglicher Spot und wir sind, glaube ich, auch schon zu weit im Wald. Aber wir können ja jetzt einen Schlenker wieder rüber machen. Gleich. Wo seid ihr denn? Wo wollt ihr denn hin? Ich komme dir jetzt entgegen und dann können wir vielleicht hier gleich rechts wieder rüber. Sarah's, warte mal, ich esse eben was, wir können ja eh auf Sarah warten. Oh, verdorben, das sollte ich weglegen. Bären essen einfach. Bringt guten Stuhlgang und hält fit für den Tag. Ja, kompakt im Abgang. Ich habe hier noch einen toten Fisch liegen, falls den jemand aufheben möchte. Ach, da hinten seid ihr. Ich komme. Bei dem Status sind wir hinaus.
Wir sind dekadent geworden. Hier sind wir doch gerade eben hochgegangen, oder? Ich weiß es, also es ist, aber wenn, dann müsste das hier irgendwie auf der Seite sein mit dem Eingang. Hier sind wir gerade hochgegangen, ja. Hier oben ist der einsame Felsbrocken. Halten sich Mutanten laufen? Einzelnen? Auf der anderen Flussseite aber. Joa, nur, vielleicht winkt er dir ja zu mit seinen 8 Armen. Sie sind aber auch, ist, er hat mehr Beine als Arme. Manche haben auch gar keine Arme. Wo seid ihr denn? Oh, Hilfe! Da kommt ein ganzer Trupp Typen gelaufen. Ja, du siehst unseren Namen. Stück vor euch. Ja, ich sehe das. Ich komm mal zu euch. Manchmal ist es echt schwierig, die Höhlen zu sehen, gerade wenn das nur so eine Felsspalte ist. Ich meine, wenn ein Seil runterführt, dann ist das ja relativ einfach, aber wenn das echt nur so ein... Und die Texturen sind ja auch teilweise ein bisschen verwaschen. Also ich kann hier tatsächlich echt nichts erkennen. Hier ist sie. Bei mir. Ah, nice. Warte, da baue ich direkt mal hier eine Flagge hin. Schön, Peter. Sehr schön. Ich habe schon an meinem Verstand gezweifelt. Wir auch, aber wir wollten es nicht sagen. Ja, ja. So, und wir hatten grün, war für Eingänge. Ja. Ich meine, wird eh dunkel, ne? Kommen wir eigentlich auch runter, ne? Ja, eben. Könnte sein, dass die Höhle mit dem Katana ist, eventuell. Kriegen das dann alle? Ja, klar, das ist für alle verfügbar, ja. Aber es ist auch so eine Geschmackssache, weil das Katana in diesem Spiel komischerweise, damit kannst du auch nicht blocken. Ist aber auch ist wahrscheinlich schnell und stark, ne? Genau, ja. Ist, glaube ich, stärker als der Speer und vor allen Dingen kannst du das Katana auch vergiften. Ja, du kannst den Speer auch. Mein Speer ist vergiftet. Ach, stimmt, ja. Genau, richtig, stimmt. Habt ihr mir ja gezeigt. Richtig, stimmt. Ich bin irgendwie immer noch nicht unten. Nee, ich aber jetzt gleich. Ich sehe das unten kommen. Ich bin am unten angekommen. Hier liegt jede Menge Stoff. Aber hier waren wir offensichtlich schon mal, oder? Ah ne, waren die Koffer schon auf? Kann sein, dass das... Die sind alle miteinander verbunden. Ah ne, es ist eine Zeichnung. Kann nicht sein. Ne, hast recht. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Oh, der Flugzeug abstürzt. Oh. Alter! Guck mal, der Timmy, ne? Der hat schon neue Freundschaften geschlossen. Was war auf dem anderen Bild? Das habe ich... Und ein Stück Spielzeug wieder. Kreuze. Warte mal. Kannst du kombinieren, ne? Was denn? Die Spielzeugstücke. Jetzt schon? Wo sind die denn? Bei mir sind die ganz oben, wo die Stöcker sind. Ach krass, hier gibt es zwei Seile, ne? Einmal hier runterkommen. Ja, da müssen wir wieder hoch, genau. Peter, willst du dich mal nochmal als Kartenleser versuchen? Oder Sarah? Ich trau mir das nicht zu. Ich geh mal hoch. Ich trau mir das auch nicht zu. Aber bisher konnten wir uns ja nicht verlaufen. Es gab ja bisher nur rauf und runter und rauf. Oder sehe ich das falsch? Oha, hier hängt doch direkt jemand. Genau. Stimmt, hier auf jeden Fall. Oh. Aber keiner von unseren Passagieren. Eine Pinata. Lass mal gucken. Rechts sind Typ ist mindestens ein irgendwas. Ich würde ihn erleuchten. Oder? Ja, klingt so, ne? Versuchen mal zu erleuchten mit einem. Warte, Brandfall. Ich rüste noch gerade meinen Giftbogen aus.
Nee, ist nicht ein Mutant, da steht doch, Leute. Ist ein Mutant. Ist ja, und ein Leute. Oh, das sieht gut erleuchtet. Ah! Oh. Warte ich zwei. Der brennende Mutant. Du müsst da irgendwie weg. Nee, leider gerade überhaupt nicht. Der ist tot. Boah, der hat fast meine gesamte Rüstung gekillt. Ja, wenn die dich in die Ecke kriegen, dann... Oh, jetzt sind die gekreuzigt worden. Alter. Wollt ihr, kommt wieder? Ah, du Pimmel. Und ich war echt gut ausgerüstet. Au. Mach mal ein Feuer. Ja, warte, ich muss hier. Aber unten. Oben meinst du, oder? Peter, du meinst oben, oder? Ne, unten in der Höhle würde ich Feuer machen. Ach, aber hier mal sehen können, wa? Ja. Okay. War jetzt nur einer von diesen Mutanten, von diesen Typen, von den normalen, ne? Ja. Habt ihr schon draufgeworfen? Gut. Ja, ich hab draufgeworfen. Da ist noch einer. Ein Typ. Siehst du immer ich? Wenn du jetzt vorne stehst. Noch einer. Ach, rechts noch von dir, einer. Peter. Gut, aber mehr Brennstoff auf jeden Fall. Ja. Also ich würde auf jeden Fall gerne Rüstung nehmen, ja, weil ich habe jetzt so ziemlich wirklich echt viel verloren. Ich halte mal hier die Stellung für euch. Nach Ohren. Alter. Da konnte ihm die gute Feinripp auch nicht weiterhelfen. Nee. Meine Rüstung läuft sich jetzt auf ein angeschlagenes Stück Mutant. Mehr habe ich nicht mehr. Ich hatte vorher voll. Ja, dann nimm dir, klar. Unten hinter dir liegt noch einer. Was mache ich denn? Zeit, wo sie die Taschenlampen finden. So, hau auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Rüstung. Achtet auf Nahrung auch. Gerade noch mal ein paar Beeren gegessen. Also als Snack, ne? Auf die Schnelle. Ja, vor allem, weil der auch Durst löscht, ne? Stimmt. So, wir sind jetzt hier in einer großen Kaverne. Eine Kaverne. Check mal hier links ab, ob es irgendwo hochgeht oder so. Geh mal rechts rüber. Also hier rechts scheint es. Was ist in der Mitte? Liegt da dumm? Wir liegen. In der Mitte liegen irgendwelche Überreste. Hier hinten sind noch Koffer, Leute. Oh ja, nice. Wir kommen. Voll die Lootkönige einfach. Ja, dann gehen wir weiter hier lang erstmal, wa? Ja. Da
beim nächsten Kampf halte ich mich mit Pfeil und Bogen ein bisschen mehr im Hintergrund. Oh, guck mal, da auch ganz knochenmäßig geht's hier weiter. Wo sind wir? Wir gehen jetzt straight nach dem Norden, ne? Ah, ne, okay. Wir müssen aber nachher nochmal zurück, es ging ja in die andere Richtung irgendwo auch nochmal weiter eben, ne? Ja. Ein langer Weg. Aber wir gehen ihn gemeinsam. Ja, ja. Oh. Jede Menge Koffer. Hm. Die Frage, ob wir die aufmachen können. Ich glaube nicht. Nee. Oh, hängt aber da hin. Hängt jemand. Aber den darf ich ja mal aufmachen. Ich habe keinen Soda-Platz mehr. Das ist ein Passagier von unserem Flug. Ja, I love New York, irgendwas. Sollen wir erstmal geradeaus gehen oder erstmal rechts gehen? Ich weiß nicht, ob es hier großartig weitergeht. Ich guck mal gerade. Ich komm mal mit.